So, weiter geht's mit dem Video. So, bevor das Video anfängt, will ich euch nochmal kurz erklären, warum ich hier gerade eine S1000R zu stehen habe. Die Z900 ist in der Werkstatt aktuell. Da werden ein paar Carbon-Teile noch rankommen. Deswegen habe ich jetzt als Übergang, beziehungsweise wir als Übergang, die S1000R bekommen. Ich hatte jetzt eigentlich spontan die Idee, dass ich Knatterli einfach mit der S1000 pranke. Also sie weiß, dass ich die bekommen habe. Aber das Ding hat einen Pit-Lane-Limiter. Guck jetzt hin, ich mache ein Zauberstück für euch. Ich werde jetzt aus dieser Flasche Wasser trinken und mache einen Springbrunnen in meinen Mund wieder zurück. Versteht ihr? Danke. Den Wind nicht mit einberechnet. Video geht weiter. Ja, das danke. Heißt, es hat einen Drehzahlbegrenzer, wenn du in die Boxengasse gehst. Das zeige ich euch gleich. Also ich werde sie einfach so ein bisschen verarschen und sagen, ey, der Motor hört sich komisch an. Ich glaube, wir haben einen Motorschaden und so. Ich hoffe, sie kennt die Funktion vom Pitlane Limiter nicht. Ich glaube nicht, das kennen die wenigsten. Ich denke nicht, dass Knattermaus Ahnung davon hat. Eins, wer das nicht kennt, was er gerade gesagt hat. Wir wollten uns um 17.20 Uhr treffen. Ich glaube, ich habe noch so 3-4 Minuten. Also ich wollte euch nur kurz ein... Ja, da sieht man wieder, dass ihr unwissende Idioten seid. Nein. Ja, wir hatten sowieso geplant, jetzt aufzunehmen. Ist ja immer, einmal die Woche gehen wir immer zusammen aufnehmen. Sie hat ja kaum Zeit leider. Und deswegen müssen wir uns die Zeit natürlich nehmen. Dann zeige ich euch mal den Pitlane-Limiter. Alter, ich glaube, sie fällt safe drauf rein. Ich hoffe, ich kann gut schauspielern. Ich muss das Hardcore durchziehen, Alter. Wir drücken... Pitlane-Limiter ist Drehzahlbegrenzer. ...den Startknopf. Jetzt ist der Pitlane-Limiter aktiv. Jetzt hört mal zu. Sag ich doch. Hört ihr das? Und so werde ich sagen... das Ding hat Motorschaden. Knattermaus, das fährt nicht schneller. Digga, das hört sich so kaputt an, ne? Ich würde sagen, let's go. Ich hoffe, du verzeihst mir, Knattermaus. Kuss. Ich wünsche dir... Denkt ihr, sie fällt drauf rein, ja oder nein? ...der Haarausfall wie beim Moji. Was? Knattermaus, Kuss. Ich wünsche dir Haarausfall wie beim Moji. Hallo und herzlich willkommen bei der Warum musst du immer kneifen, Wanda? Das triggert mich jedes Mal. Weil es viel Spaß macht. Willkommen mit einem Mikrofon. Frechheit. Was vom... Ruf an, nein, ich rufe dir jetzt nicht an. Funktioniert. Endlich, ja? Das muss man mir mal hoch anrechnen, dass ich es geschafft habe, nach gefühlt einem Jahr mal mein Mikrofon zu reparieren, was mich nur 10 Minuten gekostet hat. Also, ich hoffe, die Tonspur passt jetzt auch. Wir wissen ja noch nicht, wie die Tonspur ja, jetzt ist. Ja, wird schon. Ne? Also vertrau mir. Geh weg, sage ich dir mal. Okay, ich rufe sie an. Machen nicht auf laut. Ich bin live, hallo. Weißt du, was mein Chat mir gerade gesagt hat? Was denn? Aufgelegtes Gesicht! Und wenn da jetzt der Rückruf kommt, gehe ich nicht dran! Payback! Payback! Wir schauen weiter. Nein. Du hast letztens bezahlt, das geht nicht. Du hast aber dafür schon 100.000 Mal davor bezahlt. Also möchte ich heute bezahlen, trotzdem. Weil ich mal Bargeld dabei habe. Ja, lass schnacken. Ich zahle. Ich habe gewonnen, also zahle ich. Hä? Was ist das denn für eine Logik? Der Gewinner darf aus. Warum streiten wir uns darin? Wer zahlt? Wir sind wie so ein altes Ehepaar in der Kasse zu ziehen. Ey, weißt du, was schlimm ist? Zuzi? Warte, keine Ahnung, der Motor ist irgendwie ausgegangen. Hä? Ja. Hä, hey, beim Fahren oder was? Nee, ich bin kurz stehen geblieben und der Motor ist ausgegangen. Aber wieso bleibst du denn da hinten stehen? Bist du dumm? Keine Ahnung, ich kenne dieses Bike noch nicht. Ich muss erstmal gucken, stimmt, wie das alles funktioniert. Stimmt, du bist ja nicht schon den ganzen Tag gefahren. Naja, eigentlich von Röber nach Hause, mehr bin ich nicht gefahren. Was machst du denn da? Also ich kenne Oggi nicht so gut, aber eins, wenn man merkt, dass er lügt. Irgendwie spielt er das nicht gut, der Oggi. Ja, keine Ahnung, Alter, der zieht irgendwie nicht mehr. Digga, der macht das gar nicht gut. Also Lügen ist jetzt nicht die Stärke von Oggi TVH. Hä? Oh, Alter. Warte, wollen wir kurz anhalten? Alter, Tutsi. Was denn? Guck mal, der zieht nicht mehr. Hörst du das? Hä? Ey, ich glaub, der ist im Not aus, Alter. Im was? Im Not. Wie im Digga, Not? Digga, der zieht nicht mehr. Gar nicht. TBH cringe. Drei, wenn TBH nicht cringe ist und ich den Typen einfach gnadenlos rausbannen soll.
mal, ich gebe Vollgas. Siehst du das? Hör doch mal auf. Ey, es geht nicht. Ey, es geht einfach nicht. Wie du da drauf sitzt. Hä, lass mich mal fahren, du verarschst mich. Also, wenn ich jetzt lügen müsste und es spielen müsste, dann würde ich doch stehen bleiben, wenn der Motor im Notlauf ist. Richtig? Richtig? Ja, ich hoffe, Alter, jetzt kommt genau vier Dings. Aber Alter, 33 Grad? Steht mir? Ja. Maschinell? Ja. Sag, würdest du mich ansprechen? Ja, klar. Okay. Und? Hey, geht doch. Hä, fährt doch. Der Schlüssel ist außer Reichweite. Erneutes Einschalten der Zündung nicht möglich. Ja, weil der Schlüssel bei mir in der Bauchtasche ist. Jetzt hat er den Pit-Ding ausgemacht, oder was? Hä? Funktioniert doch. Ja. Oggi hat versagt. Keine Ahnung, Zuzzi. Bei mir hat er gerade gestottert, du hast doch selber gesehen. Genau. Es ging nicht. Warum soll ich dich denn anlügen, Amna? Hey, gib Gas. Also ich weiß nicht, was dein Problem ist. Halt mal hier an, bitte. Ach so, ja, hab ich schon wieder vergessen. Aber warum ist denn dann auch Ausrufezeichen auf dem Motorrad? Ist es, hä? Ja, keine Ahnung, weil ich hab dir doch gerade gesagt, dass da irgendwas komisch ist an dem Bike. Ja, Zuzzi, Alter. Und bei mir funktioniert's, oder was? Also der Prank ist sowas von nach hinten losgegangen. Das war der erbärmlichste Prank, den ich seit langem bei YouTube gesehen habe, Bruder. Der Augie hat da richtig reingekackt. Der hat da richtig reingekackt gerade. Ja, jetzt geht's irgendwie wieder. Ja, doch, jetzt sieht er wieder, hä? Aha. Hey, es geht wieder nicht. Zuzzi. Wir wollen mich mal kurz, Zuzzi, dann hörst du das. Und so schlecht. Ich kann damit nicht weiterfahren. Aber warum zeigt er denn, also zeigt sowas da nicht irgendwie Motorschaden oder Getriebe oder irgendwas an eigentlich? Ich weiß also so nicht, eine rote Lampe? Ich hab doch keine Ahnung von BMW, Mann. Aber irgendwie stinkt es auch, oder bilde ich mir das ein? Ja. Riechst du stinkt. Das? Ja, das stinkt wirklich. Soll ich mal Martin anrufen? Ja. Den Geschäftsführer? Ja. Zuzzi, aber da wird doch gar nichts angezeigt. Hey! Was denn? Warum ich wollte nur gucken, ob da vielleicht ein rotes Licht leuchtet. Ja, aber mach doch mein Tape nicht ab. Hey, geht doch wieder. Scheiße, es ist fast 18 Uhr. Ich glaube nicht, dass da jemand noch rangehen wird. Nee, geht nicht ran. Was? Er geht nicht ran. Ja, und jetzt? Ich bin ADAC-Mitglied. Also ich sag dir ehrlich, ich will dieses Ding eigentlich gar nicht so weiterfahren. Aber ich bin ADAC-Mitglied, vielleicht können wir dir ja rufen. Oh, ich hab gar keinen Bock, ja. Aber also ich will auch nicht so... Ist Bike doch Schrott? Weiterfahren, dann das ist halt kacke, wenn irgendwas mit dem Motor... Dann? Ja oder nein? Ist, aber ich denke mir halt, da müsste doch was angezeigt werden vorne. Fehler, also hier Achtung, nicht weiterfahren. Ja, bin ich auch der Meinung, aber keine Ahnung, vielleicht... Ich weiß es nicht, Zuzzi. Ich kenne mich mit BMWs nicht aus. Ich bin noch nie eine BMW so richtig gefahren, außer in München. Versuch du mal, ich weiß, vielleicht mach ich bin was nicht falsch. Dran, wenn ich fahre, dann bin ich schuld. Wollen wir einfach so weiterfahren? Nee. Lass direkt so rüber. Wir stellen uns einfach vor die Tür ab und dann sage ich Martin, ja, wie kommen wir zurück? Stellen wir ein Uber dann oder so, keine Ahnung. Alter, hast du es gehört, wie es gerasselt hat? Nee. Beim Starten? Nee. Du musst mal hier hinkommen. Ich weiß nicht, ob das halt so cool ist, wenn wir den Motor da und an- und ausmachen, oder? Hör mal. Also, ich meine, die Idee für den Joke war gut. Aber ich hätte den Joke abgebrochen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den Joke so lange durchgezogen hätte wie Oggi. Hast du es gehört? Ja. Komm, lass einfach so weiterfahren. Aber ich glaube nicht, dass das so schlau ist. Ja, ist es auch nicht. Aber was soll ich machen? Ich habe keine Lust, jetzt hier zu stehen. Wenn es ein Motorschaden ist, dann ist es halt so. Das Bike ist neu, hat doch Garantie, 2000 Kilometer. Da wird wahrscheinlich ein Ersatzmotor kommen und das muss nicht Röver zahlen. Ja, was denn? Ich will auch mal das fühlen, wie das ist. Du hörst selber, wie das rasselt, ne, der Motor? Hast du gehört? Nö. Ist das für dich normal? Ja. Hä? Aha, Frauen und Motor gehören sowieso so ein... Schnauze. Hä, der fährt sich butterweich. Wie jetzt? Hä? Vielleicht, weil er jetzt abgekühlt hat, ich weiß nicht. Ach so, ja. Hä, aber da ist ja nichts. Wie, fährt er jetzt ganz normal? Ja. Hä? Beschleunige mal so ein bisschen. Und? Ja, funktioniert. Hä, dann lass doch jetzt so rüberfahren. Jetzt ist ja nichts, oder? Ja, okay, dann fahr. Oh, okay. Wie fahren wir denn jetzt so rüber? Eigentlich müssen wir den Kreis umdrehen und Richtung Alexanderplatz fahren wieder, also Richtung Frankfurter. Wir müssen, glaube ich, rüber, oder? Um einmal einen Kreis hier... Ja, wir müssen einmal wenden. Pass auf, rüber. Du bist voll falsche Spur. Ich eigentlich auch. Ah, scheiße, ich schaff's nicht. Ich hab's nicht geschafft, Sophie. Ja, alles gut, ich warte hier.
Wo bist du? Na, ich warte im Kreisverkehr, komm mal dann zu mir, du siehst mich. Na, wenn du wieder rauskommst, hallo, hier bin ich. Ja, ja, ich sehe dich schon. Hast du deine Handschuhe jetzt ausgezogen? Ja, ich google jetzt, was es ist. Bitte? Nee, ich hab dich nach ihnen gewunken. Sie haben mir eben gewunken, warte, ich mach mal. Oh, das ist süß, das ist ein Rentner, ein Grandpa. Alles gut, zum anderen Motorradfahrer. Ich hab ihn nicht gewunken, sorry, falls Sie das jetzt gedacht haben. Oh Mann, ey, was ist denn los mit ihm? Geht's ihm gut? Oh, dem geht's nicht gut. Ist das sein Auto? Weiß ich nicht. Der ist alt, er sieht nicht gut aus. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Geht's ihm gut? Ist alles in Ordnung? Was fehlt denn? Es fehlt was am Steuergerät? So, und jetzt warten Sie hier, oder was? Ach so. ADAC haben Sie gerufen. Okay, gut. Weiß ich gar nicht. Wo müssen Sie denn hin? Sollen wir Ihnen U-Bahn rufen? U-Bahn? Ich weiß nicht, wo hier eine U-Bahn ist. Hier ist keine U-Bahn. Ich glaube, da wäre es wirklich am besten, wenn Sie ein Taxi nehmen. Ah, der hat kein Geld. Haben Sie nichts im Auto? Keine Papiere? Gar nichts? Nice zensiert. GG an den Cutter. Ach, das Auto geht nicht mehr auf. Aber was hat denn das jetzt mit dem Steuergerät zu tun? Digga, das sieht man so oft, Chat. Wie oft habt ihr in eurem Leben schon ein Video gesehen, wo Leute zensiert wurden und auf einmal ist random einfach eine Szene drin, wo man komplett alles sieht? Bro, das ist so classic, Digga. Vor allem im Motorradbereich. Das ist einfach classic. Ach so. Und alles ist im Auto drinne. Ah, scheiße. Ah, hier ist offen. Ja? Kofferraum ist offen. Soll ich Ihnen die Tür aufmachen von innen? Junge, einfach Face Reveal von Ogi. Hübsch, süß. Danke. Also Chat, das Ding ist jetzt, ich gucke mir das Video mit euch an. Ich weiß aber schon, was passieren wird. Ich will euch nicht anlügen. Nathalie hat es mir schon erzählt. Ich weiß, was passieren wird. Also Sie wissen nicht mehr, wo Sie eine Schlüssel gelassen haben? Das ist ein Problem. Aber es ist schon Ihr Auto, oder? Ich zeig Ihnen gerne mein Vater nach Hause. Ich hoffe, es ist sein Auto. Ja, dann gehen wir weiter, oder? Denkt ihr, es ist sein Auto, Chat? Aber warum hat er denn jetzt nichts dabei? Er ist seit 9 Uhr hier. Nicht, dass er seine Medikamente nicht genommen hat. Er sieht auch schon so gut aus, weißt du? Brauchen Sie noch irgendwie was zu trinken oder so? Wasser trinken, willst du was essen? Wasser, nur. Besorgen wir. Haben Sie Ihre Medikamente schon heute genommen? Ja. Ja? Weil Sie zittern ein bisschen, ist das normal? Ja, ich bin Diabetiker. Ja, mein Papa auch. Nicht, dass Sie unterzuckert sind. Aber haben Sie denn einen Hausschlüssel dabei? Meine Frau ist schon. Haben Sie, weiß sie überhaupt, wo Sie sind? Ja, quasi. Ich bin heute Morgen um 7 Uhr losgefahren hier. Okay. Okay, steht hier. Ich habe meine GoPro dann auch ausgemacht und wollte ihm ein Taxi nach Hause bestellen. Oggi hat in der Zeit Essen und Trinken besorgt. Ich bin dann kurz zum Motorrad, um meinen Helm abzunehmen. Ein großes GG in den Chat. Ich habe diesen Text vorgelesen, ohne zu stottern, ohne mich zu versprechen und ohne eine Pause zu machen, weil ich mich mit den Zeilen verwechselt habe. Ich mag es, wenn ich euch Sachen vorlese. Hey, warte mal. Das wusste ich nicht, er wollte... Bleib doch mal ruhig, er hat gesagt, es ist sein Auto. Das ist aber nicht sein Auto. Das kann ich doch aber nicht wissen. Komm hier raus, bitte. Er hing hier dran und hat gesagt, er muss an sein Auto. Ich wusste das nicht. Ich wollte ihm nur helfen. Ich möchte einen Einbruch in mein Auto melden. Alter Herr, in dein Auto. ... Ich halte gerade den Täter fest. Wir sind an der Siegessäule. Bitte mit Eile. Cringe, wer bitte mit Eile sagt. Das hört sich an wie aus so einem Gedicht rausgepickt. Könnte von Goethe sein. An der Siegessäule. Wir sind an der Siegessäule. Bitte mit Eile. Bitte mit Eile sagt kein Mensch. Das ist nicht sein Auto, der kam gerade angerannt. Okay, also es ist nicht das Auto vom Rentner. Was ist jetzt hier Phase, Chat? Wollte der Rentner uns alle pranken? Ist der Rentner womöglich in einer Autoklau-Mafia dement? Mhm. Richtig. Der Rentner ist dement. Das ist von ihm. Hören Sie doch auf, rumzuschnitten. Jetzt reicht er weiter. Der soll nicht aggressiv werden. Du bleibst jetzt hier stehen. Älterer Herr, du bist doch derjenige. Halt die Schnauze, Mann. Jetzt wurde hier ein Blatt Papier
auf den Boden geworfen. Nein? Aber fass ihn nicht an. Ich darf ihn festhalten. Nein, ich meine nicht schlagen oder sonst was, aber bleib mal ruhig. Ob ich ihn schlagen will? Ich habe ihn festgehalten. Er ist total verwirrt. Wie ist er verwirrt? Das kann... Er kam zu uns an und hat gesagt, er muss an sein Auto. Wir sind davon... Er hat sogar noch gefragt, ist das auch dein Auto? Und er hat gesagt, ja, und hinten war halt auf. Und er wusste nicht, wo die Schlüssel sind. Wir wollten ihm gerade überrufen, dass er nach Hause kommt, weil er meinte, er muss nach Hause. Ich würde einfach bitte hier stehen, dass ihr als Zeugen hier... Ja, ja, alles gut. Ja, ich glaub's. Warum fehlt hier der Tankdeckel, Chat? Mysteriös. Ja, das verstehe ich auch. Du machst dir ja keine Sorgen, oder? Nee. Ist ja dein Auto, ne? Ja. Ja, alles klar, hör mir zu. Okay, also Chat, nochmal. Der Rentner ist dement. Eins, wer nicht weiß, was Demenz ist, wisst ihr alle, oder? Wisst ihr alle, hoffentlich. Warum zum Fick wissen es hier schon wieder Leute nicht, Chat? Wie ungebildet seid ihr eigentlich? Demenz ist eine Krankheit, Chat, die meistens im Alter auftritt. Ich bin jetzt kein Psychologe und ich weiß jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch kein Arzt, aber übersetzt, oder was quasi das Krankheitsbild ist von dem, also wenn du dement bist, dann kannst du dich quasi nicht an Sachen erinnern, okay? Dann kannst du dich quasi nicht an Sachen erinnern. Du vergisst Sachen und du interpretierst Sachen falsch. Richtig? Drei, wenn es richtig ist. Ungefähr, ich bin jetzt kein Arzt, Chat. Es war jetzt nicht die genaue Beschreibung von der Krankheit, aber ungefähr, ja. So. Der Opa ist dement anscheinend. Hat wahrscheinlich seine Medikamente nicht genommen. I don't fucking know. Und dachte jetzt for real, dass es sein Auto ist. War aber gar nicht sein Auto. Und jetzt ist der Autobesitzer gekommen, hat gesehen, dass der Typ an seinem Auto steht, was offen ist. Natürlich ist der Autobesitzer aufgebracht. Wäre ich auch, wenn ich einen Opa an meinem Auto sehe und mein Auto ist offen, denke ich mir auch erstmal, Bruder, was geht denn hier für ein Film? Würde aber, glaube ich, trotzdem relativ schnell checken, dass dem Opa, also dass es dem Opa nicht gut geht. Und ich finde, der hat ein bisschen hart jetzt reagiert hier. Der hat ihn festgehalten, angeschrien und so. Aber naja, ist auch immer schwer zu beurteilen, wenn du jetzt nicht in der Situation bist. So. Aussage gemacht bei der Polizei, weiter geht's. Schon wieder ohne Fehler vorgelesen. Zuerst muss ich hier meinen Apfel hier hinstellen. Vielleicht hat jemand Bock auf einen Apfel. Ihr habt es ja gesehen in der Szene davor. Der Opi dachte, dass ich... Und was jetzt das Ding ist, Chat, ein großes F an Oggi in den Chat. Der Prank ist ja jetzt noch mehr nach hinten losgegangen. Ich ihm winke, also ist der eigentlich nur wegen mir hergekommen, wo ich dir gewunken habe, wo du hier vergessen hast rumzudrehen. Man muss aber auch echt sagen, dass der halt so lieb gewirkt hat und gezittert hat. Und natürlich hilft man dann und denkt erstmal nichts Böses. Oggi da hinten hingegangen. Hat einen Apfel, den Apfel dort, ja. Und Trinken geholt. Und in dem Moment, also ich saß so lange beim Opi und habe kurz mit ihm geredet, er hat mir noch total selbstbewusst Strafzettel gezeigt aus dem Beifahrer, Handschuhfach. Der hat einfach random fremde Strafzettel gezeigt aus dem Handschuhfach, weil er dachte, dass es sein Auto ist. Und sagt, ja, hier, meine Strafzettel habe ich alle schon bekommen, so völlig klar. Dann habe ich hier gewartet und habe dann meinen Helm irgendwann auch abgesetzt. Und auf einmal drehe ich mich um und der Typ kommt, hey, weg von meinem Auto. Und ich so, what the fuck, Alter, was ist jetzt hier los? Alter, was so, eine heftige Story, ey, ne? Das kannst du keinem erzählen. Wir haben einfach bei einem Einbruch geholfen. Natürlich war der Besitzer des Autos auch sauer, kann ich vollkommen verstehen. Er hat sich im Nachhinein... Aber man muss auch dazu sagen, er dachte, dass ich mit dem Typen, also dass wir zusammengehören. Im Nachhinein hat er sich auch für sein Verhalten, weil er dich so ein bisschen angeschrien hat, entschuldigt. Ja, aber ist ja normal, verstehe ich ja. Na klar, ist das. Ja, ist verständlich. Normal. Also es tut mir nochmal leid, dass ich in dein Auto eingebrochen bin. Wir mussten Zeugen auch sagen. Stimmt, Oggi hat sich ja eigentlich im Prinzip strafbar gemacht, oder nicht? Er ist ja in den Kofferraum reingeklettert von dem Auto. Wir machen alles und so weiter und hier wurde auch jemand vermisst in der Gegend und der Mann hatte nur einen Zettel bei sich mit der Nummer von seiner Frau und das halt aus dem Krankenhaus raus. Also der ist stark dement, im Endeffekt kann er halt nichts dafür. Weil, ja, der ist halt einfach krank gewesen. Es ist halt traurig und der ist halt abgehauen einfach. Der arme Mann, ja, der kann einem eigentlich nur leid tun. Ja, und jetzt ab zu Röver. Nein, Mann. Mann, ich wollte dich eigentlich verarschen. Es hat aber nicht funktioniert. Okay, jetzt löst er den Prank auf. Wie jetzt? Also ich wollte dich wirklich so krass verarschen, dass ich dir verklicker, dass die S1000 einen Motorschaden hat. Mann, das also hat ein Dings. Also hast du extra nur so, aber das hat doch so komisch gestottert. Nee, das hat ein Dingsfunktion. Wenn du auf die Rennstrecke gehst, damit du die Drehzahl halten kannst in der Boxengasse. Boxen, also Pit Lane Limiter heißt das. Wärst du jetzt mit mir zu rüber gefahren? Ja, und dann hätte ich es da aufgelöst.
Und dann wärst du sauer auf mich. Ja, aber jetzt ist doch wieder okay. Ey, das habe ich mir jetzt aber verdient, dass ich dich einmal richtig in Trizeps kneifen darf. Nee. Ey, Tutsi. Nein, Tutsi. Ey, du bist so ein Assi. Wer hätte gedacht, dass das hier im Polizeieinsatz endet, Alter? Ja, ach, halt doch dein Maul, Alter. Nochmal ein ganz großes F in den Chat für Oggi. Wirklich. Wollen Sie hier rein? Tutsi, es tut mir leid, dass ich dich hops genommen habe. Ja. Aber ist okay, es war ja nicht so schlimm, also, oder? Also ich sag mal so, ich wäre richtig ausgerastet. Ja. Wenn das jetzt hier nicht passiert wäre, weil ich bin gerade echt kaputt und ich will einen Döner, Zutzel. Ey, wenn du mit mir bis zu rüber gefahren wärst, ne, oh, ich hätte dich so geschlagen. Also krass, dass es jetzt so zu Ende gegangen ist, das hätte ich echt null mit gerechnet. Du hast ihm einfach beim Einbruch geholfen. Ich habe ihm einfach beim Einbruch geholfen. Oh Mann, ey. Also meine Lieben, wir hoffen, es war ein spannendes Video für euch. Wir fanden es selber spannend, genau. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Bleibt gesund, habt eine schöne Woche, einen schönen Restsonntag. Und Kuss. Also ich sag euch, das war wirklich viel Netflix-Film. Alter, das war richtig Netflix. Ja, spannendes Video, muss ich sagen. Hat mich gut unterhalten. Crazy Situation. Einzig, was einfach schon wieder frech war, war der Haarausfall. Ich wünsche dir Haarausfall wie beim Moji. Das ist eine Unwahrheit und ich weiß auch nicht, wie Nathalie darauf kommt, dass ich Haarausfall habe, Chat. Wie man bei mir in der Community weiß, habe ich volles, glänzendes, starkes und dickes Haar. Okay? Und ich habe kein Problem mit Haarausfall.